Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Forager, wo wir immer noch eine Fee suchen. Es tut mir so leid, dass das letztes Mal nicht mehr funktioniert hat. Ich konnte mir echt den Hintern beißen, weil ich das wirklich wollte. Also, das habe ich ja nicht einfach nur so gesagt. Ich wollte wirklich, dass wir eine Fee finden, damit wir das abgeben können. Jetzt müssen wir ein bisschen anders gucken. Und eine Insel haben wir uns auch nicht mehr gekauft. So. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin aus meinem Trott ausgeboren und habe nicht jeden Tag eine Insel gekauft oder jede Folge eine Insel gekauft, aber... Die ganz große Rübe könnte ich nicht abbauen, oder? Ich bin schlimm. Ich bin schlimm. Okay, die wuchert hier ein bisschen zu. Ich muss die... Oh, nein. Autsch. Ja, tut mir leid. Ich wollte ja nicht. Meine Energie ist niedrig. Ich wollte tatsächlich diesmal nur die Bäume wegmachen. Wo ist meine Fingfee? Meine Fingifee. Sobald wir die Fee haben, geben wir sie ab. Dann haben wir eine Sammlung beim Museum fertig. Dann geben wir auch noch gleich noch unser goldenes Ei ab. Dann haben wir wieder einen Inventarplatz mehr frei. Und dann werden wir eine Insel kaufen. Eine neue. Dann haben unsere Banken auch noch ein bisschen Zeit zu produzieren. Dann können wir uns heute ein oder zwei neue Stückchen Land leisten. Und vielleicht machen wir auch noch ein Level ab. Was mich übrigens daran erinnert, dass ich eigentlich... wieder an meinen wunderschönen Schrein gehen könnte. Autsch. So, weg mit dir. An meinen wunderschönen Schrein... Der braucht noch 3 Minuten, okay. Dann nicht an meinen wunderschönen Schrein... Oh, da ist ein Schweinchen. Tschüss, Schweinchen. Das ist immer so toll, wenn man eingebuchert ist. Hier könnten wir nochmal produzieren. Eisenbarren, bitte. Ach so, wir brauchen dann 134 von 135. Ja, das ist okay. Dann könnten wir hier nochmal Goldbarren herstellen. Allerdings so, dass wir noch ein bisschen Golderz behalten. Dann würde ich hier ganz gerne nochmal Kohle herstellen. Stellen wir einfach mal so viel her. Und jetzt bräuchte ich immer noch Nachtschatten. Ja, doppelte Menge Kohle. Könnten wir auch wieder... Habe ich hier nochmal Faden vielleicht? Und wir brauchen immer noch eine Fee. Wir haben jetzt noch die ganzen... Okay, wir haben noch nicht so lange die Folge, aber trotzdem noch keine einzige Fee. Und letztes Mal haben wir ja auch schon wie verrückt gesucht. Manchmal sind die Feen einfach nicht so auf unserer Seite. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht kurz das Spiel beende und neu starte, in der Hoffnung, dass dann ein paar Feen da sind. Aber eigentlich, es merkt sich ja alles mit den Ressourcen. Es ist ja nicht wie manche anderen Spiele, wo dann alles wieder neu spawnt, sobald man reinkommt. Da habe ich ja auch so eine Spezi, die ich da spiele. Habe ich jetzt versehentlich das Huhn getötet? Nee, nee, das, dem geht's nicht gut. Das läuft noch irgendwo rum und ist gesund und munter. Fee. Oh Mann, oh. Oh, da habe ich schon wieder... Ich muss wirklich aufpassen, dass wir nicht versehentlich... dass ich mich nicht versehentlich umbringe, wenn ich hier so am... Oh, Geld. Ich mache das wirklich irgendwann. Wir suchen uns eine Insel, spawnen darauf ganz viele Skelette. Und dann... Wollte ich gerade sagen, dann essen wir die. Nein, 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 nein. Töten wir die einfach für die Münzen. Deswegen will ich jetzt aber auch echt gerne den... So, Eier. Deswegen würde ich jetzt aber auch wirklich gerne den größeren Gelbbeutel haben. Und um den zu bekommen, müssen wir aber eigentlich noch ganz, ganz viel Lavendel sammeln. Die Blümchen brauche ich auch irgendwann in rauen Mengen. Blumenpresse, darauf freue ich mich halt auch schon. Wenn wir die Blumenpresse haben. Das ist, glaube ich, das Nächste, was wir lernen könnten. Andererseits, wir könnten eventuell mit Öl... Ich könnte jetzt gucken, ob wir mit Öl schon irgendwas Neues herstellen können. Das müsste doch eigentlich auch gehen, oder? Und mehr Energie durch Essen wäre natürlich auch inzwischen echt hilfreich. Auch das gibt es irgendwo als... Voilà. Tresore will ich nicht kaputt machen.
Habe ich denn überall noch alles drin? Was fehlt dir? Hier fehlt Golderz. Habe ich Golderz wieder irgendwo? Da, perfekt. Hier drin fehlen Leder. Nee. Blumenholz. Da könnte ich Faden, Leder und eventuell die Holzkohle reintun. Hier unten fehlen noch irgendwas von große Schädel, Knochen, diese Dämonendinger. Schleim hat hier. War hier drin Schleim? Nee, Schleim war hier drin. Wisst ihr was? Dann würde ich gerne den Schleim da raus machen und stattdessen hier rein. Dann ist das, sind das gerade hier alles Sachen, die von Monstern kommen. Und hier oben drin haben wir Eier, das Sand. Was könnten wir da noch reinpacken? Die Kekse und sowas können wir irgendwann essen. Ich würde auch gerne irgendwann eine Blumen. Habe ich den Obstsalat schon? Den habe ich schon abgegeben, oder? Okay, haben wir Mehl? Nee, Mehl haben wir noch gar nicht drin. Gut, dann packen wir da das Mehl rein. Und jetzt hätte ich gerne ein Irrlicht. Jetzt habe ich mich lang genug mit anderen Sachen beschäftigt. Jetzt kann ja bitte hier wieder irgendwo ein Irrlicht rumfliegen. Da ist ein Schleim. Ich bleibe jetzt stur. Ich will mein Irrlicht haben. Vorher kaufe ich keine Insel. Vorher. Oh Gott, jetzt hätte ich beinahe das Huhn getötet. Ah, Schleime. Sehr schön. Und ich will jetzt wirklich ein Irrlicht haben. Also ganz im Ernst. Gib mir dieses Irrlichtspiel. Oder Lavendel. Damit kann ich auch gut leben. Da ist Lavendel. Wir brauchen insgesamt 40 davon. Also jetzt noch 9 Lavendel. Mist, das war das Falsche. Jetzt haben wir noch 8 Lavendel, die fehlen. Balla, 7. Auch 7 Lavendel. Das finde ich sehr gut. Das ist eine Menge, mit der ich leben kann. Und wir werden uns gleich nochmal einen Buff aus dem Schrein hier oben holen. Lass sofort ein paar Grabungsstellen erscheinen oder geschickter beweg dich doch mal. Nein, dann machen wir Grabungsstellen. Heißt das jetzt, ich kann. Ah, nee, warte, ich wollte so. Ah, wow. Okay, das ist. Moment. Okay, so kommen wir unglaublich schnell. Warum ist denn da ein Knochen? So kommen wir unglaublich schnell an Sand. Ich muss mich beeilen, die verschwinden dann auch wieder. Oh, das ist eine Anspielung auf Spelunky. Oben hat es noch welche. So. Oh, so viele Items. Sehr schön. Jetzt haben wir auch wieder endlich genug Sand. Guck mal, wie viel Sand wir jetzt gerade gesammelt haben, deswegen. Das ist ideal. Ja, perfekt. Sand und Kohle. Wunderbar. Und jetzt wollte ich gucken, hier Plastik aus. Genau. Dann stelle ich mal hier alles her an Plastik, was wir herstellen können. Vielleicht können wir uns dann tatsächlich schon bald. Und hier würde ich jetzt ganz gerne nochmal mit den Flaschen. 8 darf sie herstellen. Eins brauche ich für meine Fee, die ich bestimmt gleich bekomme. Ich muss mehr Schreine bauen. Oh, das dauert jetzt aber relativ lang, bis das resettet. Aber das machen wir. Das können wir dann eigentlich auf allen Inseln einmal verteilen. Also auf einer grünen Insel, auf einer roten Insel, auf so einer Wüsteninsel. Das wird perfekt. Das wird ganz, ganz perfekt. Dann können wir da überall Schreine bauen. Ich würde jetzt trotzdem gerne Fee haben. Das muss jetzt doch langsam mal hier wieder passieren können, dass hier eine Fee auftaucht. Ich brauche auf jeden Fall wieder Flaschen. Ah, wir haben fast kein Glas mehr. Meine Öfen produzieren gerade alle noch. Alles klar. Hallo Schweinchen. Wieso kann ich eigentlich keine Flaschenmilch mit dem. Oder kann ich das? Muss ich doch mal ausprobieren. Ob ich das eventuell von irgendwelchen Tieren. Au. Jetzt muss ich mich mal kurz heilen. So. Ob ich nicht doch auch von irgendwelchen Tieren Flaschenmilch. Ah, da ist eine Fee, da ist eine Fee, da ist eine Fee. Aber die kriege ich so nicht, oder?
Die wahren Schätze dieses Abenteuers sind die Freunde, die wir gewinnen. Ja, das sehe ich auch so. Ich hätte jetzt trotzdem ganz gerne Fee. Liebe Feenkönigin, könntest du bitte einer Fee sagen, dass ich sie ganz dringend brauche? Ich müsste sie in eine Flasche stecken und dem Museum spenden. Damit ich ruhigen Gewissens... Ich glaube, hier würde sich auch ein Schrein eignen auf der Insel. Was brauche ich denn, um hier einen Schrein zu bauen? Ziegel. Ich brauche viel mehr Ziegel. Und bis wir Ziegel wiederherstellen können, muss ich erstmal... Leider erstmal wieder ein bisschen einen Ofen frei bekommen. Außer ich baue nochmal einen Ofen aus. Das würde natürlich... das würde natürlich auch gehen. Kann ich jetzt bitte eine Fee haben? Also langsam wird es lächerlich, wenn jetzt hier nicht... Okay, das geht schon mal nicht. Hätte mich auch gewundert, wenn ich ein Schaf melke. Wobei, Schafsmilch gibt es ja auch. Darf man ja nicht ausschließen, solche... Ah! So. Darf man ja nicht ausschließen, dass es solche Sachen gibt. Flaschenöl, da haben wir es. Daraus können wir dann... Wir brauchen insgesamt 5 Plastik. Dann müssten wir uns, glaube ich, die Kristallspitzhacke... Genau, die Kristallspitzhacke. Einmal Plastik fehlt noch. Und Königsstab brauchen wir dann auf jeden Fall auch noch. Und alle möglichen Sachen. Kann ich jetzt bitte diese Fee haben? Wir können ja Wetten abschließen, wie lange es dauert, bis ich diese Fee finde. Die letzte, die mir fehlt. Ob ich vorher den Lavendel zusammen habe oder doch eher die Fee. Sollte essen. Ja, dann ist doch. Dann ist mein kleiner Freund. Lavendel. Davon fehlt auch nicht mehr viel. 4 Stück nur noch. Dann haben wir es. 3. Da unten ist nämlich noch einer. So. 3 Lavendel noch. Dann kann ich mir wunderschöne Dinge craften. Ich brauche dringend mehr Schreine. Und ich frage mich, wenn wir Milch bekommen können, woher kriegen wir es dann? Hoppala, da war eine. Da war, glaube ich, eine... Eine gefiederte Freundin. Auch Huhn genannt. Hat jetzt bitte hier unten... Okay, es dauert nur noch ein bisschen, dann ist unser Gold fertig. Theoretisch. Also wenn ich jetzt nicht in den nächsten 2 Minuten eine Fee finde, dann kaufe ich eine Insel, bevor ich mir eine Fee kaufe, also eine Fee fange. Weil ich stur bin. Aber nicht so stur. Da ist noch so ein Zunderblümchen oder wie es heißt. Glutblüte. Übrigens an dem Tag, wo ich das jetzt aufnehme, da ist bei meinem geliebten Guild Wars, ich spiele ja auch noch Guild Wars, ein ganz, ganz tolles MMO übrigens, ein wunderschönes neues Update erschienen. Ich hasse die Entwickler manchmal. Kennt ihr das, wenn... Ich glaube, ich spoilere nicht, auch wenn ich irgendwie, auch falls jemand das spielen sollte, aber wenn ich mal ganz allgemein sage, ich bin kein Fan von Charaktertoten. Ich glaube, deswegen bin ich auch nicht unbedingt der Game of Thrones Gucker, da sterben mir einfach zu viele Leute. Das fand ich schon bei Harry Potter nicht gut, das hat mich irgendwie bei Herr der Ringe hat mich das mit Boromir mit Boromir gestört und irgendwie, ich bin einfach nicht begeistert von sowas. Ich verstehe, ich meine, ich habe das manchmal bei den Geschichten, die ich selber schreibe, meinen eigenen Charakteren, dass ich die manchmal einfach, dass ich denen ein nicht so schönes Schicksal zumute, weil ich weiß, dass manchmal ein Tod, also ein Charaktertod in der Geschichte, sehr, sehr viel mehr zur Story beiträgt, als wenn man diesen Charakter ständig wieder retten würde und alles. Aber ich bin trotzdem nicht wirklich Fan davon. Das für ein Geräusch. Ach so, das ist, glaube ich, immer das Geräusch, wenn ein Skelett erscheint, oder? Haben wir jetzt wieder netten Skelette rumlaufen. Wir brauchen übrigens nur noch ganz wenig Lavendel. Habe ich dir das schon gesagt, liebes Spiel? Da hinten ist, glaube ich, ein Lavendel, oder? Das war Kohle. Ich dachte, ich hätte da ein Lavendel gesehen. Das ist... Ich hätte jetzt halt gern den Lavendel zusammen. Das wäre schön. Das ist eins der wenigen Sachen, die wir eben nicht wirklich farmen können. Flaschenöl, danke. Haben wir denn schon wieder die Möglichkeit jetzt... Ja, einer unserer Öfen ist fertig. Das heißt, wir können wieder Glas produzieren.
Dann haben wir noch einen Sand übrig. Das ist schön. Du. Dich kann ich jetzt aber sammeln. So. Okay, wir haben eine Fee gefunden. Ich glaube, es hat länger als die 2 Minuten gedauert, die ich mir vorgenommen hatte. Aber oh ja, wir haben eine Fee. Und damit können wir unsere Jagdsammlung abschließen. Irrlicht im Glas. Schließ das Museum-Fallenpaket ab. Belohnung. Ich glaube, wir haben neue... Wieder ein Zeichen der Bewährung. Okay. Und wir haben einen neuen... Oh, genau. Und bei... Hier kann ich das goldene Ei abgeben. Jetzt fehlt nur noch die Milch. 50 Mal. Beim Bergbau fehlen noch Kristalle. Und Edelsteine. Ich glaube, die Edelsteine könnte ich inzwischen mal abgeben, oder? Bei den Kristallen bin ich mir nicht ganz sicher, aber die ganzen Edelsteine müssten wir abgeben können. Ich nehme einfach immer 5 davon. Bei den Gebäuden, was haben wir hier noch? Ja, das wird eher schwierig, weil das noch sehr, sehr viel kostet, das jeweils herzustellen. Hier müssen wir Glück haben, uns ausgraben und hier sollten wir endlich mal anfangen zu produzieren. Beim Kochen müsste ich noch Suppe, Spießchen und alle möglichen anderen Dinge machen. Wildbeute, hier fehlen noch Nachtschatten, die kann ich aber gerade nicht spenden. Glutblüten vielleicht, aber den Rest, da brauche ich gerade. Und das andere werde ich vermutlich auch bereuen, wenn ich es jetzt tue. Aber wir haben neue Flügelchen. Ich habe es genau gesehen mit meinen eigenen tuffigen Ohren. Und jetzt können wir auch ein neues Stück Land kaufen. Die Frage ist, kaufen wir ein Land oben oder kaufen wir es unten? Und erstmal gehen wir ganz kurz rein und schauen uns die neuen Flügel an. Ja. Hollow Knight, das würde ich gerne. Kackehut, Schleimhut. Wir haben auch einen neuen Hut irgendwo bekommen. Der Vogelfreund. Die Tiara. Und ich glaube, wir hatten aber noch mal was. Was war das eben? Kapuze. Ritterhelm, Spaßvogel, der Feuerkopf. Der ist sicher auch interessant. Wenn wir damit rumlaufen. Krone, Bergbauhelm. Den haben wir auch neu bekommen. Und das Monokel. Körper haben wir immer noch nur die hier, die alle ein bisschen strange sind. Rucksack will ich nicht. Und wir haben die Knochenflügel, die Feenflügel. Und jetzt haben wir Käferflügel. Und Vampirflügel. Wann haben wir denn Vampirflügel bekommen? Okay. Ich muss mir mal was zusammenbasteln. Wir sind jetzt ein sehr kultivierter Vampir. Und tragen ein... Ach nee, warte mal. Falsch. Körper würde ich normal lassen. Ach so, wir können ja nur... Okay, dann sind wir jetzt einfach ein... Nein, das sieht doof aus. Wir suchen uns was Schönes. Wir sind ein... Warum eigentlich? Nee, Hollow Knight hatten wir ja die ganze Zeit. Der Zylinder... Wisst ihr was? Wir nehmen einfach den Zylinder. Hier, ein Zylindervampir sind wir jetzt. Perfekt. Und weil das alles gerade so perfekt ist, ich würde fast sagen, in der... Ich weiß, wir brauchen Lavendel. Ich würde mir deswegen eventuell diesmal noch 2... Stehen wir erstmal hier so rum und töten ein paar Skelette, indem wir einfach nur anwesend sind. Die armen Viecher. Und das Arme, das steckt dir da hinten richtig fest. So, ich bin hungrig. Hatte ich das hungrig gemacht, nur zwischendrin zu stehen und nichts zu tun? Ich würde jetzt gerne... Ah, das ist schon wieder der Dämon. Nein, 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 nein. Danke. Stufenaufstieg, weiß ich nicht, ob wir den noch hinbekommen, aber ich würde jetzt... Moment. Ich würde jetzt eigentlich gerne hier unten noch ein neues Gebiet kaufen, in der Hoffnung, dass wir dann... Also, falls wir es uns leisten können. Ah, das wird ein bisschen zu teuer. Das hier können wir uns leisten. Wow. Okay. Wir cheaten mal ein bisschen. Die kommen so nah dran, dass sie uns, glaube ich, nichts tun können, aber wir ihnen was tun könnten. Und jetzt müssen wir ein bisschen bauen. Wir haben vorher ein bisschen Holz verbraucht für alles Mögliche, aber das ist ja nicht schlimm. So. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir an diese Kisten ran? Denn ich habe das Gefühl, dass wir können erstmal hier schön abbauen. Baut sich das überhaupt ab? Ah ja, das baut sich ab. Es dauert nur einfach, weil es so große Dinger sind. Vermutlich sollten wir da zuerst unsere bessere Spitzhacke... Kann ich dich öffnen?
Vielleicht müssen wir die erstmal irgendwie abkühlen. Ah, warte mal, wir haben doch einen Skill, der heißt Frostschlag. Den könnten wir lernen. Vielleicht geht's damit. Vielleicht wäre das möglich. Und ich will mal gucken, ob wir die neue Spitzhacke uns schon craften können. Hoppala, nein, nein, die Bank lassen wir schön stehen. Ob wir uns die neue Spitzhacke schon craften könnten, denn ich will den Geldbeutel haben, den besseren. Ich will die bessere Spitzhacke, aber ich glaube, dafür brauchen wir auch wieder Lavendel. Ah, schwierig. Und wir könnten aus unseren Goldbarren mal wieder Münzen machen. Dann wären wir nicht nur ganz auf das hier angewiesen. Wobei, Münzen würde ich erst machen wollen, nachdem wir hier den Geldbeutel gemacht haben. Uns fehlen noch drei Lavendel. Das muss jetzt ja irgendwie gehen. Drei Lavendel, das muss ja irgendwie noch möglich sein, die jetzt hier zu bekommen. Hier ist, glaube ich, kein Lavendel. Komm schon, drei Lavendel, das muss doch irgendwie möglich sein. Dann machen wir halt hier nochmal Lavendel. Bömmchen. Da hinten ist ein Lavendel. Den hätte ich sonst so auch nicht gesehen. Weil hier so viel ist. Und wir könnten versuchen, uns hier oben eben im Eisgebiet nochmal eine Insel zu kaufen. Dafür müssten wir aber erstmal, glaube ich, wieder ein bisschen. Habe ich eigentlich schon wieder. Ich habe noch keine Flaschen. Die müsste ich nochmal produzieren. Dann lassen wir uns doch jetzt nochmal ein paar Flaschen herstellen, damit wir noch ein bisschen mehr Öl bekommen können. 12 Fläschchen. Das wird dann schon alles. Lavendel. Noch zweimal Lavendel. Dann gibt es die bessere. Ja. Ich hoffe, das klappt die Folge noch. Ich gucke mal eben ganz kurz, wie teuer die Gebäude. Nein, Land kaufen. Okay, 6.000, 4.000, 6.000. Wir bräuchten, ja, wenigstens 5.000. Die Frage ist, können wir uns das leisten? Haben wir das Geld? Haben wir das oder haben wir es nicht? Ich fürchte fast eher nein, das können wir uns nicht leisten. So, ein paar Sachen einsammeln. Aber dann. Der Lavendel. Es hängt echt am Lavendel. Vielleicht würde ja auch die Kristallspitzhacke schon dabei helfen, an diese Kisten da unten ranzukommen. Wer weiß, und ich glaube, ich habe ein Schweinchen gesehen. Das heißt, da könnten wir nochmal versuchen, ob wir das doch vielleicht irgendwie melken können mit der Kiste. Mit der Flaschenmilch. Hoppala. Jetzt hatte ich keine Dings mehr. Jetzt hatte ich keine Flaschen mehr. Okay, ich brauche also unglaublich viele Flaschen. Dann können wir diese süßen kleinen Tierchen hier melken. Die Flaschen brauche ich aber auch fürs Öl. Oh, das heißt, ich brauche Unmengen an Sand. Wie kriege ich denn Sand möglichst viel? Ich werde jetzt übrigens mal ganz kurz mich um meine Banken herum mir den Weg frei knüppeln. Denn ich möchte die gleich einmal plündern und dann soll das möglichst schnell halt wieder anfangen zu produzieren. Okay, merke, darum komme ich schon gar nicht mehr. Das ist aber okay. Dann machen wir nur noch hier schnell. Okay. Und wir haben jetzt 10.000. Ja, das. Wow. Das hatte ich nicht erwartet. Dann kaufen wir uns da oben mehr Milch, mehr Milch, mehr Milch. Lauf nicht weg, mein Schweinchen. So, 8 Flaschen Milch. Ich brauche sehr, sehr viel mehr Glas. Ich muss wirklich mal gucken, wie wir an Glas kommen. Shit. Jetzt habe ich die Kuh wieder umgebracht. Mist. Ich bin so ein Schusseltier. Egal, wir kaufen uns da oben, damit ich vielleicht auch noch. So, Land kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Oh, wir könnten uns das jetzt ja alles leisten. 6.000, 5.000. Ich kaufe mal das hier. Bingo! Einfach weil ich mir gedacht habe, da kriegen wir bestimmt Eis. Eis, nein, nicht Land kaufen, bauen. Ich brauche eine Brücke.
10, 9, 12. Kann es sein, dass wir nochmal irgendwo ein Rätsel haben, das wir nicht gelöst hatten? Bin mir nicht sicher. Was ist das? 10, 9, 12. Reden wir erstmal mit diesem Männchen hier. Den kenne ich doch irgendwoher von einem Wallpaper. Von dem Hintergrund bei Steam. So. Hey, Marshmallow-Gesicht. Bin ich froh, dich zu sehen. Okay, hallo. Wer bist du denn? Schnell, ich brauche tonnenweise Kacke. Okay. Hab ich, kein Problem. Jede Kacke, die du finden kannst. Keine Zeit für Erklärungen. Hier geht es wirklich um Leben und Tod. 500 Kacke. Okay, wir brauchen sehr, sehr viel mehr Kacke. Oh je, okay. Okay, jede Kacke, die wir finden können. Alles klar. Oh Mann. Ich brauche trotzdem noch Lavendel. Ist dahinter Lavendel? Nee, oder? Das ist irgendwas anderes. Das war ein Kristall. Wie schade. Das heißt, ich sollte die armen Tierchen in Ruhe lassen, damit sie Kacke produzieren. 500. Habe ich die mal weggeworfen? Habe ich die mal zerstört? Oder habe ich die einfach nicht unten eingelagert? Ich bin mir da echt nicht mehr sicher. Habe ich hier nicht irgendwo Kacke eingelagert? Nee, habe ich nicht. Na gut, warum sollte ich auch Kacke einlagern, ne? Sollte essen. Tja. Ich wollte auch noch mal ein... Oh. Milch. Da steht Milch rum. So. Milch. Wenn wir 50 Milch... Ach genau, warte mal. Mit Milch können wir jetzt ja auch Käse machen. Können wir 10 Käse herstellen und dann können wir hier... Wir müssen noch Suppe machen, das geht. Ah, da brauchen wir auch Flaschenmilch für und zwar mehr. Fleischspieße müssten wir noch machen. 5 Stück. Ich versuche halt gerade die Museumssammlung so ein bisschen anzugehen. Und ich brauche mehr. Viel, viel mehr. Aber ich habe keinen Sand mehr, oder? Nein, ich habe zu wenig Sand. Was brauchte ich nochmal, damit wir einen Schrein bauen können? Ziegelsteine. Okay, ich hab zu wenig Ziegelsteine. Kein Problem. Ja, Kohle würde ich nicht ganz so viel verbrauchen wollen. Ziegelsteine. Jetzt könnten wir aber hier theoretisch aus... Ja, dann stellen wir halt hier den Rest Kohle her. Und bauen wieder ein paar Bäume ab. Das geht schon. Ich hätte auch gerne noch ein Level ab, um ehrlich zu sein. Wenn ich die Folge noch ein Level ab kriegen könnte, das wäre super. Und außerdem habe ich mir noch irgendwas ganz anderes doch nochmal vorgenommen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, genug Lavendel zu bekommen, damit ich mir diese Spitzhacke machen kann. Nee, nicht die Spitzhacke, damit ich mir den Gelbbeutel den besseren herstellen kann. Ein Lavendel. Komm, das muss jetzt doch irgendwie gehen. Ein Lavendel. Da, der Lavendel. Hohoho. Jetzt nehme ich aber auch den anderen noch mit, den ich finden kann. Denn Lavendel brauchen wir dann nochmal 20 für die Spitzhacke. Also wir brauchen jetzt die 40 für den Gelbbeutel, in der Hoffnung, dass dann unsere Münzen mehr wert sind. So, ein riesiger Gelbbeutel. Ja, bitte herstellen. Und für das Druidenschwert brauche ich dann eben nochmal 20 Lavendel. Für die Spitzhacke brauche ich Plastik. Genau, Plastik. Plastik könnte ich doch wieder in meiner Fabrik herstellen. Das müsste jetzt doch eigentlich wieder gehen, oder? Plastik? Ja. Wenn wir jetzt noch ein Plastik herstellen, dann können wir uns die bessere Spitzhacke machen. Perfekt. Das wird. Wir kriegen die Folge doch noch ein bisschen was hin. Yay, doppelte Items. Wenn das doch immer gehen würde. Ein Plastik für die Nomadenschaufel brauche ich Sand und Flaschenkäfer. Oh, der Sand. Kann ich denn jetzt schon wieder einen Schrein bauen? Ja. Den würde ich ehrlich gesagt dann gerne... Gut. Ich muss mir den Weg nach unten suchen. Den Schrein würde ich mir dann... Ach, da ist ja schon wieder so ein Viech. Mehrere Viecher. Und da ist ein...
Okay, da ist unser Geldbeutel ein riesiger. Münzen sind 125% mehr wert. Yay! Perfekt. Au, da hat ja noch einer gelebt. Oh, ich muss mal ganz schnell mich heilen. Und jetzt machen wir den Dämon hier fertig. Und da unten wäre eine Todesmotte. Ich habe aber gerade keine Gläser. Ist auch nicht schlimm. Wir haben einen Geldbeutel, einen riesigen. Gleich haben wir das Plastik auch. Das heißt, ich kann mir. Wir müssen eine Plastik schon haben. Ich kann mir die bessere Spitzhacke herstellen. Die holen wir uns auch noch. Und das Level-Up, das kriegen wir bestimmt auch noch zusammen. Das muss ja irgendwie gehen. Dann würde ich tatsächlich gerne. Ah, ich darf das. Kacke. Yay. Dass ich mich mal so über Kacke freue. Dann würde ich gerne hier den Schrein bauen. Hier einen Schrein bauen. Können wir da schon mal Zunderblütchen kaufen. Und sowas hier. Der andere erholt sich ja noch. Deswegen sollte ich, glaube ich, sehr viele davon einfach bauen. Weil wir da eine bessere Chance haben, dass wir irgendwas Gutes bekommen, wie zum Beispiel. Okay, das gab 52, das gibt 19. Es gibt auch deutlich mehr XP, wenn wir die großen abbauen. Und so viel fehlt uns gar nicht mehr zum Level ab. Dann können wir das machen. Dann bin ich mir aber nicht sicher, was. Dann kaufen wir uns die Blumenpresse. Oder vielleicht den Frostschlag. Wir könnten den Frostschlag ausprobieren, in der Hoffnung, dass wir dann an diese Kisten rankommen. Okay. Kristallspitzhacke, Schaden ist um 300% erhöht. Alle Angriffe können Juwelen geben. Perfekt. Alle Angriffe können Juwelen abwerfen. Das ist super. Noch merke ich davon zwar nichts, aber es steht dann auch keine Wahrscheinlichkeit dabei, mit der das passiert. Jetzt ein Schrein. Alle Gebäude sind doppelt so schnell oder sammelwütig. Ressourcen geben doppelte Items. Items werden sofort gesammelt. Wir machen mal doppelt so schnell. Wobei Ressourcen und doppelt, das wäre natürlich auch praktisch gewesen. Yay, die nächste Stufe. Da würde ich mal sagen, wir stellen jetzt eine Blumenpresse her, oder? Machen wir erst die Blumenpresse. Damit ich das eben auch mal habe. Dann können wir uns. Ich weiß noch nicht, wo wir die uns aufstellen. Aber hier produziert es dann halt auch wieder doppelt so schnell. Das ist gut. Die Blumenpresse würde ich mir vielleicht hier noch irgendwo an die Seite neben das Museum stellen. Aber wir müssen sie ja erstmal lernen. Ich frage mich, was wir damit machen können. Hier, eine Blumenpresse. Aber dann haben wir endlich mal eine Verwendung für die Blumen. So. Bauen wir sie uns auch sofort. Ich will das haben. Eine Blumenpresse. Das geht sogar. Ja, gut, wir stellen sie mal hier hin. Und dann würde ich gleich aber nochmal was bauen, nämlich Brücken. Und hier. Sonst komme ich hier so ein bisschen schlecht rum. Doppelte Items. Und wir beenden sofort. Oh, wir können. Wow. Wir können Sand herstellen aus Blumen und Stahl. Ja, perfekt. Stell Sand her. Und Stahl. Und Landfüllung aus Kacke. Kacke und Sand. Ne, das ist mir zu teuer. Aber wir können Sand herstellen. Bitte Sand. Ganz viel Sand. Dann haben wir endlich einen Grund, Blumen zu sammeln. Blumen und Steine. Wir haben mehr Steine, als wir brauchen. Und wir haben hier sehr viele Blumen, die immer spawnen. Und das hier sieht. Warte mal, kann es dann sein, dass das ein. Das ist ein Dickspot. Jetzt weiß ich das auch mal. Gut. Falls es mir jemand in die Kommentare geschrieben hat, das habe ich dann einfach übersehen. Das tut mir leid. Oh ja, wir werden nie wieder Sandprobleme, wenn ich das gewusst hätte. Hätte ich mir vorher schon eine Blumenpresse angeschafft. Ah, und jetzt kriegen wir tatsächlich aus allen möglichen Sachen. Stimmt, Edelsteine wollte ich noch. Das machen wir nächstes Mal. Wir gehen Edelsteine holen. Hier kann ich jetzt wieder Glas herstellen. Nicht viel, aber es geht. Hauptsache ist, wir können überhaupt.
Dann würde ich jetzt noch mal sagen, die Schweinchen lasse ich auf jeden Fall leben. Endlich kann ich daraus. Endlich habe ich es mal geschafft. Ich glaube, das hatten wir schon mal probiert und dann habe ich es vermutlich falsch angeklickt. So, wir können Blumen sammeln. Was gibt es denn hier noch Schönes? Eiscreme. Die könnten wir natürlich fünfmal kaufen. Oh, Lavendel. Ich muss den Lavendel kaufen. Wir haben so wenig Lavendel, den wir da oben finden. Und dann könnte ich mir tatsächlich das nächste Item ein bisschen schneller herstellen. Yay! Jetzt sammle ich endlich wieder gerne Blumen. Und dann machen wir jetzt aber für heute erstmal Schluss, würde ich sagen. Wir könnten bei Gelegenheit auch noch dafür sorgen, dass wir einen Bogen benutzen können. Das wäre auch ganz toll, ein Bogen. Und dann schauen wir mal, dass wir auch bald hier irgendwie. Oh, die brauchen jetzt aber sehr lange, die Schreine. Kann es sein, dass die jedes Mal länger für einen Cooldown brauchen? Oder ist es einfach nur, weil wir diesen sehr guten Buff hatten mit dem doppelten. Oder oh, ist nochmal so ein. Das hier nochmal so ein Viech. So. Okay, wir machen jetzt erstmal Schluss. Wir sollten essen, jawohl. Dann hole ich nächstes Mal ein paar Edelsteine aus unserem Lager. Und dann füllen wir die ins Museum. Dann packen wir die da rein. Dann schauen wir, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Und dann kaufen wir sicher auch wieder eine neue Insel. Wir haben ja noch genug. Ich weiß nur noch nicht welche. Und ich genieße gerade, wir können Plastik herstellen, wir können Metalle herstellen, wir haben endlich eine Möglichkeit gefunden, Milch zu kriegen. Das wird alles so gut. Ich freue mich gerade wirklich, ehrlich. Das ist. Ich bin ein bisschen gehypt. Es hängt alles so wunderbar zusammen und man braucht alles. Ich finde das gut. Wir haben tatsächlich schon zwei goldene Eier gesammelt. Oh, ich bin glücklich. Sora happy und so. Wir sollten essen. Ja, das machen wir doch sofort. Da haben wir doch schon wieder gekochtes Fleisch bekommen. Da haben wir auch ziemlich viel inzwischen. Und da muss ich wirklich mal gucken, was es mit diesen Abzeichen auf sich hat, die wir ständig bekommen. Gut, jetzt aber. Oh, ich kann mich einfach nicht. Ich kann mich einfach nicht losreißen. Ich muss mich zwingen. Ich stelle hier nochmal ein paar Sachen her, wie zum Beispiel Eisenbarren und Gold, weil es wegen der Kohle nicht mehr. Jetzt müsste ich wieder. Okay, ich muss ganz dringend mehr Bäume fällen. Und da wird Sand produziert. Es dauert aber ein bisschen, oder? Es geht nicht so schnell, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Egal, macht euch auf jeden Fall noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Forager, wenn ich hoffentlich neue spannende Dinge entdecke, die ich schon längst hätte wissen können, wenn ich ein bisschen. Aber wir gehen halt andere Wege. Also ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Man lernt halt das eine zuerst oder das andere. Und je nachdem entdeckt man halt. Wenn wir in die Alchemie-Richtung gehen würden, da wäre ich bestimmt auch dastehen und sagen, ach, dafür ist das. Ach, so kann man das machen. Aber wir haben uns halt zuerst in andere Richtungen entwickelt. Das ist schon alles okay so. Also macht euch noch einen flauschigen Tag und ich werde hier Bomben legen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.